Hallihallo Freunde, willkommen bei Der Jörg zockt und die Order 1886. Ich sollte schon noch wissen, welches Spiel ich hier spiele. Ja, wir sind jetzt hier auf dem, ja ich sag jetzt mal, Koma aufgewacht. Und ja, jetzt sollen wir hier nach Whitechapel fliehen. Zusammen mit der Rebellenkönigin, Anführerin. Ja, das machen wir jetzt logischerweise auch. Na mal gucken, ist ja jetzt hier das Ganze hier. Nach dem Ende der ersten Kapitel, also nach der Flucht aus dem Kerker. Jetzt gibt das Ganze natürlich auch wieder einen Sinn. Okay, also das Ganze natürlich jetzt einen Sinn, wie das Spiel hier angefangen hat, wobei ich auch mal gedacht habe, WTF und so. So. Na. Eieiei. Was ist denn jetzt los? So. Geht doch. Ah. So. Okay, Schwarzsicht habe ich keine. Shit. Weil, da brauche ich natürlich auch noch ein paar Gegner. Nee. Das, obwohl, ne, die verballern mir zu viel Muni. Nehmen wir doch die. Na. Wache getroffen! Okay. Aber es sind noch mehr unterwegs. Einverstanden. Seien Sie bereit. Ja, bin ich immer. Nee. Kompaniemann getroffen. Nein. Hochexplosiv, nice. Die 10 Fässer haben wir also auch. Das brauche ich echt. Eigentlich fast nur noch die ganzen Sammeltrophies plus Schwarzsicht. Abschüsse. Okay, die ist dahin weiter. Schau, hier ist aber noch da rein. Hier ist nichts, schade. Ne, hier auch nicht. Mist. Gut. Ja, dann nicht, dann weiter. Nach Whitechapel geht's hier lang. Das ist natürlich immer noch die Frage, wie ich hier die Verschwörung jetzt aufdecken kann. Irgendwie muss mir so ein Super-GAU einfallen. Zu spät. Tja. Lady Igraine, es scheinen mehrere Personen hier gewesen zu sein. Sir Galahad hatte wohl Hilfe. Meldet dem Rat, dass wir seine Spur gefunden haben. Jeder verfügbare Ritter soll nach Whitechapel kommen. Oh oh. Ja, my lady. Da ist sie nicht ab, hier beclashed, oder was? Ist mein Zeuge. Ich werde die Rebellion beenden. Das hoffe ich jetzt mal nicht. Weil wenn ja, wäre ich tot. Alle Mann, weg hier! Los!
Die gehören wohl alle zu der. Wir müssen verschwinden. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Regierungstruppen Whitechapel stürmen und jeden Mann und jede Frau gefangen nehmen. Nehmt mit, was ihr könnt und geht. Ich muss im Palast noch etwas erledigen. Haben Sie den Verstand verloren? Wollte ich gerade sagen. Der Palast ist der letzte Ort, wo man Sie sehen sollte. Ich muss Nicola da rausholen. Das bin ich ihm schuldig. Alistair kennt Sie. Er rechnet damit, dass Sie kommen. Ich weiß. Lol. Dann gehen wir gemeinsam. Nein. Diesen Kampf muss ich durchstehen. Allein. Kamikaze. Wenn ich morgen noch lebe, werde ich euch finden. So sei es, Ritter. Wissen Sie denn nicht? Ich bin kein Ritter mehr. Ein Ritter sind Sie nicht, Monsieur. Doch sind Sie ein Verräter oder ein Patriot? Aha. Wie hätten Sie es denn gern, Marquis? Ich glaube, Sie haben Gründe für das, was Sie tun. Zwei Revolutionen lehrten mich, dass auf beiden Seiten Gefahren lauern. Das vergesse ich nicht, Marquis. Das sollten Sie nicht, Monsieur. Wenn Sie die Sache der Freiheit gefährden, müssen Sie Lafayette zu Ihren Erzfeinden zählen. Adieu, Monsieur. Bis wir uns wiedersehen. Das werden wir, mein Freund. Okay, cool. Immerhin. Deswegen hat er beim Rat auch vorher so lange überlegt. Kapitel 15, um mein Leben zu retten. Ich hoffe, ich kriege jetzt wenigstens wieder die komische Schwarzsicht. Wollen Sie schon gehen? Ja. Also wissen Sie noch, wer ich bin? Ich muss Ihnen wohl einiges erklären und ich hätte Ihnen vertrauen sollen. Keine Zeit für Höflichkeiten. Sie können es wohl kaum erwarten, draufzugehen. Ich muss das in Ordnung bringen, egal um welchen Preis. Dann nehmen Sie das. Oh, und kommen Sie in einem Stück wieder. Meine Königin hat Gefallen an Ihnen gefunden. Ja, Motivation. So, begib dich zu Teslas Labor. Immer noch den eleganten Gang nach unten. Ach nee. Na, erstmal hier. Ein Blick auf die Zeitung. So, verlorene Seele tritt vor ihren Schöpfer. Pling, belesen. Nice. Das war jetzt die Trophy für alle Zeitungen im Spiel. Richtig nice. Jetzt soll ich natürlich auch mal noch die anderen sich freischalten. Also alle Fundstücke, Objekte oder wie das nochmal hieß. Alle Audiodateien und so weiter. Ja, okay. Ich habe anscheinend nur mal die Knifte rausgeholt. Ich kann aber nichts machen. So. Nicola, bitte kommen. Ich bin in den Katakomben. Unterwegs zu Ihnen. Sir Galahad, sind Sie verrückt? Sie dürfen nicht herkommen. Dort bleiben. Ich bin gleich bei Ihnen. Okay. Da ist nochmal was zum Angucken. Mal gucken, ob das jetzt auch gleich die letzte Trophy freischaltet. Wohl nicht. Flug. Okay. Okay. So. Tut mir leid, Freunde, aber ich muss hier durch. Die
Bum, 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 bum. Shit. Na komm. Nein. Ach man, das war aber knapp. Shit. So, nochmal. Ja. Volle Aufmerksamkeit, nice. Genau, das ist die Trophy. Mit den hier Dingens. Tötungen mit Schwarzsicht. So. Alle klar, wie viel kommen denn hier noch? Hier. Ach. Ich will hier was anderes. Ah ja, genau. Die zum Beispiel. So, was haben wir jetzt hier? Nichts, nichts, nichts. Honey. Das war es hier aber auch. Gut. Dann weiter im Text. Eine Audiodatei. Sie müssen jetzt da verschwinden. Fürchten Sie sich nicht, mein Freund. Ich halte die Kommunikation offen. Alles wird gut. Nikola, seien Sie kein Narr! Nikola! Verflucht! Depp. Nee. So, hier ist nichts mehr. Mich ganz kurz überlegen. Nein. Ist nichts. Munition. Bringt mir aber nichts, da ich schon alles voll hab. Hä? Bogenlanze? Nee. Ich würde hier viel lieber. So, das ist die Automatik, ne? Ja. Das Thermitgewehr nehmen. Ist ja doof. Haben sie hier gar nicht. Egal. Na komm. Weil ich muss noch hier alle Feinde brennen lassen. Geht natürlich nur hier mit dem Thermitgewehr. Ja, so rück du mal vor. So. Nein, keine Muni mehr.
Der hat einen Tommy-Gewehr. So, wer ist das? Wer hat das Ding? Der. So. Nein, das wollte ich jetzt nicht machen. Scheiße. Mach hin. Na. Verdammt. Okay, noch einer. Nice, 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 nice. Müsste doch 100% noch einer sein. Nicht? Nee, wohl nicht. Alles klar. Dann weiter. Tut mir leid, Leute. Okay, hier ist nichts mehr. Vielleicht hier. In Flammen aufgegangen. Nice. Richtig böse. Okay, zeig's dir mal wieder die Knifte. Nehmen wir das. So. Nicht, dass da einer von den Gegnern drauf schießt. Huch, da ist ja nochmal einer. So. Halt, da war hier die Automatik. Da. Bum, 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 bum. Hä? Ne, doch nicht. Gut, weiter. Genau der Mann, den ich brauche. Oh, kann ich Ihnen helfen, Sir Lucas? Kommen Sie mit. Wir haben viel zu besprechen. Oh, shit. Verflucht, Alistair. Ja. Das war jetzt aber fast klar, dass der den mitnimmt. Okay, theoretisch muss ich da durch. Ah, nochmal was zum Anglotzen. Aha. So. Bam. Hä? Und du? Ah.
Okay, hier gibt's nichts. Dann knack mal das Ding mal nochmal auf. Flup, flup. So, einmal hier. Tassen. Nikola, was ist passiert? Lady Lakshmi hatte recht. Er wusste es. Ich hol sie heraus. Na los. Er ist noch da drin. Ah, gleich nicht mehr. Es ist zu spät. Wir können nichts mehr tun. Da ist noch was, was ich tun muss. Richtig. Ja, Bruder, umarmen wir uns. Mhm. Alastair! Ich wusste, du würdest kommen, Bruder. Komm aus dem Schatten, verdammt! Du und ich, wir sind nicht so verschieden. Ich tue, was ich muss, um mein Blut zu schützen. Wir kämpfen nur, um unser Recht zu leben. Das ist eine Lüge! Vielleicht wirst du verstehen. Eines Tages. Ne. Oh oh. Nick Grayson, so sollte es nicht enden. Oh nein, Tasten drücken. Da. Hm.
so, Alistair. Du hast all die Jahre mit uns gekämpft. Ich habe Dinge gesehen, an die ich mich erinnern muss. Zivilisation erschaffen und zerstört. Durch die unstillbare Gier der Menschheit. Stolze Menschen, die sich gegenseitig abschlachten im Namen ihrer Götter. Wir büßen früh genug für unsere Sünden. Aber wie rechtfertigst du die Gräuel, die dein Blut begangen hat? Mein Blut? Mein Blut ist nicht schlimmer als deines. Und deine Schwester? Dein Vater? War alles eine Lüge? Easy. Mein Vater. Ich habe sie wie mein Blut geliebt. Aber sie dürfen den Fluch, mit dem ich lebe, nie erfahren. Mein Sohn. Tja. Vater, vergib mir. Na, ich bin es, der deine Vergebung braucht. Dieses Leben wollte ich dir ersparen. Sie wussten es? Ich wusste es immer. Ich rettete ihn vor dem Massaker seiner Familie. Dein Vater starb durch mein Schwert. Aber ein Kind? Du verdientest solch ein Schicksal nicht. Wie hätte ich ein unschuldiges Leben nehmen können? Oh Mann. Der ist auch schon davor. Sie vor dem Rat, Lord Kanzler. Nur so können Sie das Chaos, das ausgelöst wurde, wieder gut machen. Ich kann nicht! Solch eine Enthüllung würde unseren Orden bis in die Grundfesten erschüttern. Also soll ich geopfert werden? Wie viele müssen noch sterben, damit ewige Ruhe herrscht? Er ist mein Sohn. Und? Ich kann sein Leben nicht beenden. Ach. Und der Rat dürfen die Wahrheit niemals erfahren, sonst sterben alle, die ihnen teuer sind. Bitten Sie mich nicht darum. Fortan sollen Sie mit keinem Ritter verbunden sein. Der Orden muss vereint bleiben. Sie sind keiner seiner Herolde mehr. Bringen Sie es zu Ende und verschwinden Sie! Solch ein Leben war nie für Menschen bestimmt. Ja, geil. Es kommt der Tag, an dem uns unsere Last genommen wird, Bruder. Vielleicht ist das... Ja. Dann mal adios, Bruder. Oder auch nicht. Oder doch? Doch. Bam. Hä? Wie jetzt durch, oder was? Hä? Ja, wohl ja. Ja, so an sich Mist, weil... Ja, das ist natürlich das Problem, dass genau hier sowas wie die Objekte etc. Vivapo, die ich in dem Fall jetzt leider alle verpasst habe, muss ich ja so an sich mehr oder weniger wieder alle Kapitel durchgrasen. In der Hoffnung, dass ich dann relativ sehr zügig die verpassten Sachen finde. Das ist natürlich jetzt ein bisschen bescheuert. Nee. Aber selbst auch die Trophäe von meinem Durchspielen kam noch nicht. Ich weiß nicht, nur nicht, ob wir das hier abbrechen irgendwie. Ah. Sir Galahad, ganz London sucht nach Ihnen. Wir müssen uns beeilen. Kein Ritter mehr. Sir Galahad, hören Sie mich? Aha. Sir Galahad. London unter Kriegsrecht. Ganz ruhig, Nicola. Alles ist gut. Geht doch noch weiter.
ein bisschen zumindest. Der Rat hat Kriegsrecht in der Stadt verhängt. Schwer zu sagen, wann die Regierungstruppen eine Offensive starten werden. Jetzt ist keine Zeit für Heldentaten. Ich schlage vor, dass wir Lady Lakshmi folgen und die Stadt verlassen. Ja, es wäre in dem Fall am sinnigsten, ne? Ich bin bald bei Ihnen. Und wissen Sie nicht, Galahad bin ich nicht mehr. Ja. Gut, ich würde mich da definitiv verpissen. Wenn die Stadt schon Kriegsrecht hat, das kommt nicht gut. Okay. Pling, kein Ritter mehr. Ja, das ist jetzt die Trophäe fürs Durchspielen. Ja, doof. Dann habe ich jetzt definitiv hier ein paar Sachen vergessen einzusammeln. Unter anderem auch hier die... Sehe ich das jetzt vielleicht schon hier? Nee. Die ganzen Audio-Dingens. Ja. Gut, dann werde ich mich mal nochmal schlau machen, ob ich das eventuell rausfinde, wie ich was wo noch am besten schnellstmöglich nachholen kann und... Bedanke mich fürs Zuschauen für den ersten Durchlauf mit Die Order 1886 und würde mich natürlich nach wie vor generell noch da dann freuen. Ja, wenn ihr bei meinen letzten Trophäen dann auch wieder mit dabei seid. Und bis dahin wünsche ich euch was, einen schönen Tag noch. Ciao und Servus.